Hallo Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Perry Rodan mit mir, dem Manni. Ich hätte vielleicht sagen sollen, willkommen bei NacktmulTV, ne? Wir sind auf Gom Kaledos gelandet. Oder whatever, wie dieser komische Steinklumpen hier heißt. Hier ist unser toller kaputter Gleiter, irgendwie fehlt da aber noch ein Stück. Und hier liegt noch der Kram rum und wir gucken mal, was es hier alles zum Einsammeln gibt. Dieser Plasmakonverter ist aus einem der Antriebsaggregate des Gleiters. Er enthält noch eine hohe Restspannung. Scheinbar ist er vom System abgerissen worden, bevor er sich entladen konnte. Eine Manschette zur Bündelung von Plasmastrahlen. Die stammt wohl aus dem Fusionsreaktor. Was hier alles rumliegt. Der Wasserkanister ist beim Absturz beschädigt worden. Wäre schade, wenn das kostbare Nass einfach so im Boden versickert. Nicht, dass ich verdurste, aber die Luft hier ist so trocken. Richtig. Erstmal saufen. Na toll. Das einzige Werkzeug aus dem Inventar des Gleiters, das ich finden kann, ist eine primitive Brechstange. Ja, der Akonitische Geheimdienst hat auch Brechstangen. Was ist das? Eine schmierige, übel riechende Angelegenheit. Warum sollte ich so etwas mitnehmen? Weil das total toll pink ist. Eigentlich ist dieser Mond zu unwirtlich, um bewohnbar zu sein. Hier gibt es zwar eine Atmosphäre, aber so gut wie kein Wasser. Ich frage mich, wovon diese absurden Pflanzen hier leben. Hier gibt es weder Wasser noch genügend Licht. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Tag oder Nacht? So richtig hell wird es hier wohl nie. Hier ist alles nur trocken und dreckig. Ich sollte zusehen, dass ich hier schnell wieder wegkomme. Wofür war der Mond nochmal gedacht? Irgendwas war das doch, oder? Hier ist alles nur trocken und dreckig. Ich sollte zusehen, dass ich hier schnell wieder wegkomme. Ja, lauf schneller. Da leuchtet was. Wenn das noch lange so weitergeht, bin ich bald so ausgedörrt wie die Gegend hier. Ach, verdammt. Ich hätte den Gleiter etwas näher am Bergbaugebiet runterbringen sollen. Mhm. Ich frage mich, wovon diese absurden Pflanzen hier leben. Okay, hier gibt das kennen wir schon. Bei diesem Aufzug scheint es sich um eine Art Plasmotron-Evacutainer-System zu handeln. Das hier ist der Plasmagenerator. Hoffentlich ist noch genug schweres Gas darin. Dann kann ich es mit einem gezielten Energieimpuls vielleicht so weit anregen, dass sich der Aufzug zumindest für kurze Zeit bewegen lässt. Na, mit welcher Energiequelle ich das wohl machen kann? Wenn ich das ruhende Gas im Generator reaktivieren will, sollte ich die Reststrahlung aus diesem Konverter möglichst gleichgerichtet bündeln. Sonst strahlt sie in alle Richtungen und das Resultat ist eine unkontrollierbare Plasmafusion. Okay, dann das mit dem. Wenn ich diesen Flansch hier umbiege und den unteren Rand der Manschette über die Austrittsöffnung des Konverters schiebe. So, jetzt noch die bipolare Energiezufuhr hier einspeisen und ich bekomme eine Art Plasmastrahler. Ist zwar sehr improvisiert und wird auch nicht lange halten, aber fürs Erste erfüllt er seinen Zweck. Ich bin sicher, der ist mit MacGyver verwandt. Das wird jetzt eine haarige Angelegenheit. Erst muss ich das Wartungsschott der Brennkammer öffnen, dann meinen Plasmastrahler in die Öffnung einführen. Das sollte einigermaßen passen. Jetzt den Emitter kurzfristig hochfahren? Na also, mit ein bisschen Fantasie, etwas gutem Willen und viel Glück hat noch jeder einen Plasmagenerator zum Laufen gebracht. Richtig. Ich mag täglich. Keine Ahnung, wie lange die Energie reicht. Ich sollte zusehen, dass ich nach unten komme.
Na also. Mit ja. Das ist das riesige Bergwerk, wovon in der Ausstellung erzählt wurde. Elmo Data. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Das sieht beim besten Willen nicht nach akonidischen Bauwerken aus. Was für eine chaotische Konstruktion. Wie soll das denn gehen? Ja, wie bewege ich den denn nach unten? Sieht so aus, als ob dieses Gefährt die einzige Möglichkeit ist, um auf die Ebene zu kommen, auf der Elmo Data liegt. Da es auf diesem Mond ausreichend Schwerkraft gibt, sollte das runter irgendwie machbar sein, wenn ich dieses Wrack wieder in Betrieb setze. Oh, könnte eine ziemlich halsbrecherische Aktion werden. Ich will das Ding runterbewegen. Na also, mit ein bisschen Fantasie, etwas gutem Willen und viel Glück. Ja. Wenn ich die Brechstange da reinstecke, habe ich einen Hebel, mit dem ich den Mechanismus bedienen kann. Also leichtgängig ist anders. Ich bräuchte Fett oder eine Schmiere, damit das etwas leichter läuft. Na, welches schmierige Zeug hatten wir denn eben gesehen? Genau. Der Pinky. Wer hätte gedacht, dass ich mit dem Eulenkanister was anfangen kann? Aber zum Transport von diesem Zeug ist das genau das Richtige. Mit der Öffnung kann ich eine Menge vom Stein kratzen. Das sollte auf jeden Fall reichen. Das hätte ich ja nicht direkt mitnehmen wollen. Nein, er muss ja erst meckern mit, nee, ist eklig und so. Aber nachher hat der Manni doch recht, ja. Geht nicht. Nicht wirklich passend. Na also, mit einem... Ja. Und nun? Freunde? Wie soll das denn gehen? Geht nicht. Geht nicht. Na also, mit ein bisschen Fantasie, etwas gutem Willen und viel Glück hat noch jeder. Ja, Rechtsstange weg. Nicht wirklich passend. Da könnte ich genauso gut eine Kuh zum Fliegen bringen wollen. Ja, du mich auch. Also, intelligent ist anders. Danke, habe ich auch verstanden. Die Landung außerhalb des Bergwerks von Elmo Data war ein eher sanfter Absturz. Unser Gleiter bringt mich bestimmt nirgendwo mehr hin. Am Rand des riesigen Schachts gibt ein Planmotron irgendwas Lift, um die Stadt hinunterzukommen. Muss ich ihn erst wieder in Gang setzen? Ja. Keine Ahnung, ob das so eine gute Idee ist, diese beiden aggressiven Substanzen zu vermischen. Besser, ich frage jemanden, der sich eventuell damit auskennt. Ich habe aber keine gelben Seiten dabei. Ansonsten habe ich hier auch sonst nichts, was ich damit machen kann. Na also. Ja. Ich bräuchte Fett oder ein... Okay. Wenn ich dieses Zeug vorsichtig auf diese Achse träufle, sollte das eigentlich so eine Art Schmierung geben, damit sich das Teil besser bewegen lässt. Na also. Ja, Klappe. Mit ein bisschen Fantasie, etwas gutem Willen, sieht so aus, als könnte es klappen. Das ist zwar eine ziemlich halsbrecherische Aktion, aber schlimmer als die Landung vorhin wird es hoffentlich nicht. Na, dann wollen wir mal. Seht ihr? Geht doch. Für ein Ritt. Aber ich lebe noch. Wer hätte das gedacht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Resident der Liga Freier Terraner hier ein gern gesehener Besuch ist. Kolonial-Terraner sind wahrscheinlich auch nicht sehr beliebt. Aber es erkennt mich wenigstens keiner.
Wer bin ich denn jetzt? Ach, immer noch diese Laszlo Daikonu. Das sind Blues. Gehen wir zuerst hier nach rechts, ne? Ja. Das ist ein Schmelzofen. Dieser Laden war vielleicht früher eine Schmelze. Dieser Laden ist besser gesichert als die Bank von Terrania. In El Modata hat man es als Händler offensichtlich nicht einfach. Guckt mal, ein Klumpfuß. Ah, ein neues Gesicht. Und noch dazu ein so gesundes. Mein Name ist Igarsha, mein Kleiner. Bei mir bekommst du alles, was du haben willst. Und wer bist du? Ich bin Laszlo Daikonu. Ich bin neu hier. Ja, das sehe ich. Bevor wir zum geschäftlichen Teil unseres kleinen Tête-à-Tête übergehen, darf ich fragen, was dich hierher verschlagen hat. So wie du aussiehst, kannst du unmöglich von Gom Kalidus stammen. Terraner sind hier nicht gerade willkommen. Ich bin auf der Suche nach einem Akoniden namens Kato Datumort. Er muss ebenfalls vor kurzem hier angekommen sein. Noch nie gehört. Also, was willst du? Sieht mein Laden aus wie ein Flohmarkt? Ich handle nicht, mein Süßer. Ich verkaufe. Hör mal, mein Kleiner. Wenn es was auf Gom Kalidus gibt, dann Arachjeda-Erz. Ich habe das Lager voll von diesen Sticks. Ich kann dir aber gerne noch ein paar davon verkaufen. Hör mal zu, mein Kleiner. Steck das mal ganz schnell wieder ein, wenn du keinen Ärger willst. Mit illegalem Kram will ich nichts zu tun haben. Ich bin eine ehrliche Mehandor. Irgendwie, was kann ich dir denn anbieten? Igitt, was soll ich denn mit deinen Essensresten? Niemand, der auch nur halbwegs bei Verstand ist, wird dir glauben, dass du Mitglied der Turazell bist. Ansonsten ist es hier nicht gerne gesehen, wenn irgendeiner damit rumwedelt. Die Thermobrille? Das hier ist keine Tauschbörse, mein Kleiner, sondern... Oh je, wo hast du denn diesen Schrott her? So eine uralte... Wo ist sie hin? Du bist wohl ein Glückspilz. Ich hatte tatsächlich noch einen der alten Energiepacks hier. Müsste eigentlich noch genügend Saft drauf sein. Moment mal. Sehe ich das richtig, dass du mit Galax bezahlen willst? Ich führe leider keine andere Währung bei mir. Kann ich vielleicht irgendwo wechseln? Wechseln? Die meisten hier wissen nicht einmal, dass es die Liga freier Terraner überhaupt gibt. Ich kann dir aber einen Eldro-Ram-Kredit einräumen. Das ist hier das gängige Zahlungsmittel. Dafür müsste ich allerdings so viel wie möglich von dem, was du bei dir hast und einigermaßen von Wert ist, pfänden. Lässt sich wohl nicht vermeiden. Dann schau mal, womit du was anfangen kannst. Also, was haben wir? Das ist gut. Das auch. Das sieht ja sogar richtig wertvoll aus. Was soll denn das sein? Das ist okay. Das auch. So, den Rest kannst du behalten. Damit hast du einen Eldro-Ram-Kredit für 24 Tontas, mein Süßer. Wenn es Probleme damit geben sollte, wende dich vertrauensvoll an mich. Hier ist dein Energiepack. Vielen Dank. Was fehlt mir denn jetzt alles? Die Thermobrille? Die Thermobrille fehlt, ne? Okay. Dann... war es das ja. Er hat das schon mal etwas gebracht. Gucken wir mal, wo wir weiter können hier. Da konnte ich auch noch... Hey, quatsch mal mit diesen... Blues. El Modata. Aber welche Dimensionen hat diese Stadt und das Bergwerk? Keine Ahnung, wie ich hier Kato und Mondra finden soll. Was willst denn du? Und was für eine Spezies gehörst du denn an? Wie putzig! Können wir von Hilfe sein? Ich suche diesen Mann, Kato Datumort. Ich bin ihm bis hierher gefolgt. Hör mal, mein Freund! Du befindest dich hier im niederen Ende von El Modata. Nicht gerade das Viertel der Edlen und
Silver! Da! 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 Dann wisst ihr also, wo er ist? Dem ist er leider nicht so. Der lügt. Es gibt aber solche, die das wissen könnten. Der Torregent der Medica wäre ein solcher, wenn er Zeit für dich findet. Und die nimmt er sich nur für Kranke, die auch über eine ausreichende Liquidität verfügen. Mhm. Geh mal da lang. Echo Dem. Das ist wohl ein Club oder eine Bar oder sowas in der Art. Hoffentlich bekommt man da was zu trinken. Hab schon ganz trockenen Hals. Dann gehen wir erst in die Bar. Wo bin ich denn? Da. Früher waren Go-Go-Girls zwar weniger freizügig bekleidet, dafür aber aus Fleisch und Blut. Das ist ja wieder so eine alte. Das ist die gleiche. Na, du gut aussehender Taion. Hast du Lust auf eine Runde Sinophar? Für dich auch ohne. So gesund, wie du aussiehst. Oh, das ist ein großzügiges Angebot. Ich muss dennoch leider ablehnen. Mein Kredit reicht nur für 24 Stunden und ich habe noch so viel zu erledigen. Dann komm wieder, wenn die 24 Tontas um sind. Dann gebe ich dir einen Privatkredit. Hm. Tja, Fremder. Wie wär's mit einem Odor? Odor? Ja, einfach einatmen und abdüsen. Lira Gyras Himmelsritt oder drabanisches Hirtenspiel oder sanfte Brandung auf Gilum Herusch oder... Ich suche jemanden. Dann bist du hier falsch. Ich verkaufe nur Odore. Okay, gib mir einfach was zu trinken. Die Luft hier ist so verdammt trocken. Etwas zu trinken könntest du hier gar nicht bezahlen. Außerdem sind wir eine Odor-Bar. Wir verkaufen keine Liquids. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Da gab's kein Vertun. Es ist mal wieder soweit. Oh Mann, dass wir das immer wieder über uns ergehen lassen müssen. Dieser verfluchte Mond. Daran sind nur Sie schuld. Das könnte hier längst alles geklärt sein. Die haben doch schon seit langem ein Antiserum. Aber die Medica kassieren von denen, die es sich leisten können. Sie kontrollieren das Ganze und das Imperium hält schön die Hand auf und lässt alles, wie es ist. Und alle anderen krepieren. Ich frage mich, warum. Weil sie es können. Hey, du Gesichtsruine. Das ist eine Veranstaltung für junge Leute, ja? Entweder du lässt deine Fassade korrigieren oder du setzt dich brav zu den Rentnern da drüben. Darf ich ihn erschießen? Bitte. Ich stehe hier, damit keiner ohne Erlaubnis reinkommt. Und du kommst hier auch nicht rein. Hm. Ich bin hier, um die Tür zu bewachen. Ach, halt's Maul. Ich beantworte keine Fragen. Ein arkonidischer Sinnspruch. Revo tantado volum mo. Frei übersetzt heißt das so viel wie: Der Tag währt ewig, nur die Planeten drehen sich. Die Arkoniden sind zwar arrogant, aber ein sehr altes Volk von Raumfahrern. Fragen wir lieber nach Kato. Besser du verschwindest von hier, sonst könnte es schmerzhaft für dich werden. Ich wüsste nicht, was wir zu besprechen haben, Braskoi. Ich unterhalte mich nicht mit Urwaldbewohnern. Maul. Kann ich dir vielleicht noch einen Odor anbieten? Ein guter Knöpfchen sieht alles und hört alles, was in seinem Club geschieht. Und er weiß die Geheimnisse seiner Gäste zu wahren. Blöde Kuh. Was nicht passt, passt nicht. Was sagt sie denn zu ihm? Dieser Weg führt allerhöchstens in die Horizontale, aber sicher nicht zu Mondra. Okay, dann könnten wir noch hier lang. Der Eingang zu diesem Gebäude ist verschlossen. Hier ist ein uraltes Schloss. Sieht aber so aus, als ob es in letzter Zeit benutzt worden wäre. Keine Ahnung, welche Form von Schlüssel man hierfür braucht. Da steht, der Zugang wurde gesperrt. Betreten verboten, Vergiftungsgefahr.
Klingt nicht sehr einladend. Nicht wirklich passend. Hätte ja klappen können. Nee, das wird so nichts. Okay, hier geht also nicht weiter. Wer hat diese Gebäude hier errichtet? Für Akoniden ist das viel zu chaotisch. Was für eine irrsinnige Architektur. Ja, ich glaube, ich werde mich hier auch 5000 Mal verlaufen. Das Zeichen für einen Mediker oder eine Klinik. Wenn man Pech hat, trifft man auf einen Ara-Mediker. Dann bekommt man für viel Geld die schlechteste Behandlung. Kessner-Kliniken. Da steht, sie werden von einem Ara namens Eol Turigent geleitet. So gut wie die Aras als Mediziner sind, so skrupellos sind sie auch. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Turigent schon längst das Antiserum für die Seuche hier besitzt, aber lieber weiterhin Geld mit der Behandlung der Symptome verdient. Dann klopfen wir nochmal an. Im Notfall können wir den Ara immer noch erschießen. Willkommen im Kessner-Klinikum, kostbarer lebender Klient. Das Sanatorium für bakterielle Erkrankungen des Medikers Eol Turigent möchte dir die beste, günstigste und schnellstmögliche Therapie zur Verfügung stellen. Dafür wirst du zunächst auf mögliche Erkrankungen gescannt, dann wird ein biotoxisches Plasmagramm erstellt und mithilfe eines permiskopischen Sangisan-Spiegels dein allgemeiner Gesundheitszustand überprüft. Zunächst einmal müssen wir dich einer Liquiditätsprüfung unterziehen. Wir akzeptieren Corner, UNIT-Einheiten, AC-Dollar, Makrolan und selbstverständlich auch Eldroram-Kredite. Womit möchtest du bezahlen? Mit meinem Eldroram-Kredit. Sehr gerne. Wenn du dich bitte zur Untersuchung hinter den Medografen stellen würdest. Hinter den was? Ach so, okay. Nur eine gesundheitlich völlig unbedenkliche Sprühdesinfektion. Damit werden alle oberflächlichen Keime, Erreger und möglichen Parasiten unschädlich gemacht. Wir wollen ja, dass sie auch niemand anderen infizieren. Inzwischen haben wir hier schon die Ergebnisse deiner Untersuchung. Und ich muss sagen, das haben wir hier selten. Du bist völlig gesund. Vielleicht ein erhöhter Anteil der Stresshormone Adrenalin, Alpha-3, Steroizin und Testosteron. Aber alles im unbedenklichen Bereich. Am besten ruhst du dich einfach ein bisschen aus und legst die Beine hoch. Ein Entspannungsodor kann auch manchmal hilfreich sein, um wieder runterzukommen. Wir wünschen dir noch einen schönen und gesunden Tag. Was soll ich jetzt hier genau... Sagt euch der Name Cato da Trumort etwas? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist das ein Arkonide? Genau. Ziemlich hochgewachsen. Kann es sein, dass er hier war? Ja, hier gibt es einen... Nein, der war nicht hier. Ja, ich glaube, ich habe mich getäuscht. Es gehen hier täglich so viele Leute ein und aus. Die lügen doch beide wie gedruckt. Wie es aussieht, werde ich nur zu Turigent vorgelassen, wenn ich auch wirklich krank bin. Aber wegen des Zellaktivators bin ich gegen Infektionen immun. Leider nicht gegen diese trockene Luft hier. Hier gibt es anscheinend noch größere Giftgasvorkommen, die manchmal an die Oberfläche treten. In den alten Bergbauschächten und in den unteren Ebenen der Stadt ist das wohl die größte Gefahr. Okay. Ja, genug getan. Lassen wir das erstmal sacken. Und gucken wir mal. Ich werde jetzt hier speichern, euch jetzt verlassen und wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf Gomkaledos wieder. Und dann schauen wir mal, ob wir diesen Cato und den Ara-Mediziner und Mondra und alle anderen auch finden. Und ich bin raus und tschüss.